Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem ganz anderen Video in zweierlei Art. Erstens, da ist mein HelloFresh-Paket. So was haben wir hier auf dem Kanal noch nicht gehabt. Und es wird das erste Mal sein, Gesundheit, dass ich mit meiner kleinen Tochter was auspacke. Wir machen ein Familien-Unboxing. Ist ja auch von HelloFresh das Familienpaket. Da werde ich nochmal ein separates Video zu euch, für euch machen und das Familienpaket erklären und hast nicht gesehen. Kurz gesagt, HelloFresh meldet man sich an auf der Webseite. Dann kann man da für 5 Tage Lebensmittel einkaufen, beziehungsweise man kann sich Essen aussuchen. Kriegt, so wie ich sie lesen habe und wie meine Frau es mir, weil meine Frau kannte es, ich kannte es nicht, beschrieben hat, kriegt man dann so Karteikarten, also wie man das Essen macht, das geht vegan, normal halt, und also klassisches Essen, und dann gibt es halt auch noch für den Thermomix geeignete, wo dann halt die Karten draufstehen, auf den Karten steht, wie man es im Thermomix macht. Soll wohl in einer halben Stunde fertig, halben bis dreiviertel Stunde soll das Essen fertig sein, und in dieser Box sind jetzt Lebensmittel für 5 Tage drinne, für 5 Tage Mittagessen für 4 Personen, mal gucken, ob es so reicht, ich bin 4 Fraß. Und wie gesagt, beim Familienpaket hat man dann halt noch so einen Bonus mit bei. Irgendwie, da sollen irgendwie Sachen mit wohl mit bei sein für die Kinder, damit man denen das Essen oder zusammen kochen irgendwie schmackhaft macht oder so. Ich bin mal gespannt, was da alles überhaupt drin ist. Ich werde mein Mikrofon wieder über die Cam hängen, werde das Stativ noch schnell umstellen und dann geht's auch gleich los. So, los geht's, Schatzi. Papa muss noch ein Stück zurückziehen. So. Und erstmal aufmachen. Juna gibt dann Mama, ne? Gibst du das denn der Mami? Ja. So. Oh. Okay, wir fangen mal beim Obersten an. Hier ist eine Tüte drin. Hier steht Nummer 13 drauf. Die Rezeptkarte und ich passen farblich zusammen. Ah, ist ja geil. So, das können wir so gleich im Kühlschrank lassen, Hasi. Nee, zeig mal, was drin ist. Achso, ich soll auch machen, richtig? Ja. Gut, dann machen wir das mal auf. Nee, ohne Messer. Also nicht ohne da. So. Papa. Ja, Tina, hol mal raus. So, da sind, das sind auch Süßkartoffeln. Ja. Shit, habe ich nicht gewusst. Habe ich nicht gelesen, schade. Ich mag keine Süßkartoffeln, aber mal gucken, vielleicht schmeckt es ja diesmal eigentlich besser. Noch eine Süßkartoffel. Lass mir hier auch gucken. Guck mal, das ist? Gewürzmischung. Gewürzmischung, 4 Gramm. Gibst du das der Mama? Ja, das gibst du Mama. Und die gucken, was das da noch hat. Zwiebeln, 2 Stück, eine Knoblauchzehe und Bohnen. Oh, guck mal hier, das kannst du auch nochmal geben. So, 2 Knoblauchzehen und was ist das? Thymian. Das kannst du mir auch nochmal geben. Blütenhonig. So. Schaffst du das, der Mama zu geben? Das ist schwer, musst du aufpassen. Oh, bist du stark. So, und das war jetzt praktisch Gericht Nummer 13. Wir haben jetzt hier so eine Füllmasse mit bei, was halt mit halten soll. Und hier haben wir dann von HelloFresh noch eine Karte. Bronze, Silber, Gold. Das lese ich mir dann nachher mal durch. So, dann haben wir hier Paket Nummer 4. Das ist rot. Soll ich das auch auspacken? Dann können wir das nicht am Tisch denn machen. Ja, aber so kannst du besser einen Kühlschrank packen. Kann man zurückpacken? Ja, warte, ich mache erstmal, ich packe erstmal weiter aus, dass man vielleicht mehr sieht. Dann haben wir hier, hier, die hat keine Nummer. Da wird alles weitere drin sein. Dann haben wir Nummer 14. Also wir haben, was haben wir, 13, 14, 4,
Und Nummer 5. Was für mich auch interessant wäre, wenn man bei HelloFresh vielleicht dann in Zukunft auch mal vielleicht für 7 Tage gleich bestellen könnte oder so. Was ist denn hier drin? Nein, das nächste Akku. Ach, hier sind Kühlakkus drin, Schatzi. Mhm. Also Wasser gefüllt. Also die sind eigentlich gefroren. Die sind eigentlich gefroren, also innen drin sind noch gefroren? Papa. Kalt. Kalt. Willst du haben? Ja. Oh. Kalt. Kalt. Ach, hier sind noch mehr Sachen drin. Geil. Da sind noch mehr Sachen drin. Kalt. Oh. So. So, dann haben wir hier von HelloFresh einen Umschlag, da kommen wir nachher dann dazu. Aber ich habe gedacht, das ist der Kühlbeutel oder so. Hier sind aber auch noch Sachen drin. Ja. Guck mal hier nach, welcher Papa da. Also haben wir praktisch hier in diesen Boxen komplett für jede Speise ist eine Tüte mit einer Nummer. Ist ja geil, also ist ja cool. Und dann haben wir hier noch... Ach, guck mal. Geh mal gucken, was Papa hat, Schatzi. Guck mal da. Hier ist guck noch Hähnchenkeulen. Dann Mascarpone. Nochmal Mascarpone. Kalt. Kalt, ja. Dann Schupfnudeln. Dankeschön. Sind die Schupfnudeln die, wenn man die mit Öl brät, die, was ich gesagt habe, was wie Brot schmeckt? Ah, die sind lecker, ja. Und hier haben wir dann noch ein Stück Schweinefilet. Ach nee, 2 Stücken für Schweinefilet sind hier drin. Und hier haben wir dann nochmal Schweinefilet, 2 Stück. Ah, die Qualität vom Fleisch sieht sehr gut aus, Hase. Gibst du das mal der Mami? Dass Mama sich das angucken kann? Zeig mal, Fleisch. Hier haben wir dann nochmal Hähnchenkeulen. 2 Stück. 2 Hähnchenkeulen sind hier nochmal. Dann haben wir hier Creme Fraiche ist mit bei, schon abgepackt. Und überall steht das Hello Fresh Logo. Oh cool, man kann hier cool gießen. Butter. Selbst Butter ist mit bei. Die haben wirklich alles mit bei. Die gehen nicht davon aus, dass wir irgendwas haben. Ich habe gedacht, so kleine Sachen, da gehen sie davon aus, dass wir das haben. Bei Butter hat doch jeder im Haus Schinken. Ach, hier sind nochmal Kühlakkus drin. Und hier unten ist auch nochmal Fleisch drin. Hähnchenbrust. Guck, gib das mal Mama. Mama, soll ich mal Hähnchenbrust angucken? Hähnchenbrust. Und hier auch nochmal Hähnchenbrust. Und was ist hier? Hartkäse gerieben. Ja. So, ich mach das jetzt mal wieder hier rein. Geil. Müssen wir mal gucken. Wir hatten erst einen gekauft. Sonst müssen wir hier noch Platz im Kühlschrank haben. Ja. Also ist auch noch frisch, also ist noch gut haltbar. 16.07. das Schweinefleisch. Und das Hähnchen ist noch bis zum 12.07. 12.07. Also nächste Woche. Also man hat auch noch Zeit, um das zu verkaufen. Also man braucht nicht mal ein Gefrierfach packen, man reicht ja ganz im Kühlschrank packen. Ja. Das ist geil. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir irgendwas davon in Gefrierfach machen müssen. Ist aber nicht so. Also vom Haltbarkeitsdatum sind hier überall Sachen drauf, die wirklich innerhalb von, also noch locker 5 Tage halten. Also das ist klasse. So. So, und dann haben wir hier einen Umschlag. Das müssen wir jetzt aber in den Kühlschrank machen, ja? Dann gucken wir jetzt mal rein. Kalt. Kalt, ja. So, jetzt hole ich euch aber näher ran und jetzt. Ach. So, machen wir mal so. So, und hier im Umschlag haben wir jetzt von HelloFresh
Ach, das sind die Karten. Jetzt kann ich euch auch sagen, was wir bestellt haben. Und die Aufkleber auf diesen Packungen zeige ich euch mal. Hier zum Beispiel jetzt dieses hier, die Nummer 5. Weil man hat, wir hatten jetzt hier, wie viele Richter stehen pro Woche zur Auswahl? 30, 40 Stück oder so. So, da haben wir jetzt einen gelben Aufkleber drauf und da steht eine 5. Seht ihr das? Ja, eine 5. Und dann haben wir hier Karten. Jetzt muss ich mal die 5 raussuchen. Vier, fünf, zwölf. Aber hier passt es farblich nicht dazu. Oder ich habe was falsch gemacht. Aber wir haben hier noch eine Box, die müssen wir auch noch gleich auspacken. Da ist was Braunes drin. Das ist das hintere, glaube ich. Wir haben noch eine Hase, wo wir gucken müssen. Also zum Beispiel jetzt die 4, die ist hier weinrot. Hier ist sie. Hier ist er orange. So. Also das ist mit den Karten farblich haut nicht ganz hin. Ist aber scheißegal, wir haben eine Nummer. Und dann kann ich euch sagen, wir haben uns ausgesucht. Hi. Kalt? Brrr, kalt. Hähnchenkeulen mit Knollen-Selleriestampf haben wir uns ausgesucht. So, dann haben wir uns ausgesucht. Sommerliche Spinatschupfnudelfanne. Die Bilder sehen auch alle sehr lecker aus. Zeig euch gleich mal so eine Karte auch von hinten und so. Dann Spaghetti mit Paprika Mascarpone Soße. Schweinefilet mit Honig-Thymian Soße. Da war ich neugierig drauf. Also lerne ich auch mal neue Sachen kennen. Meine Frau meckert immer, ich bin nicht experimentierfreudig. Ich bin wie ein Bauer. Ich bin in meiner Bubble gefangen. Ich esse nur das, was ich kenne. Hähnchen unter einer Senfkruste. Das sieht dann halt so aus. Die Karte. Und hier steht dann halt auch, was auf der rechten Seite, was da mit dazugehört, also was wir uns raussuchen müssen, beziehungsweise was in dem Beutel ist, beziehungsweise in dem großen, was wir zum Schluss aufgemacht haben. Zum Beispiel die Butter hier. Und das sieht dann so aus. Und auf der Rückseite 6 Schritte, guten Appetit. Zutaten, hier stehen auch die Grammzahlen und was man da nehmen soll. Und so sieht dann die Rückseite aus. Also hier ist das Rezept. Und da ist dann halt die Zutaten, wie viel Gramm von was. Ist wirklich cool gemacht. So. Das ist das erste Mal, dass ich so eine HelloFresh-Box habe. Macht euch den Sommer einfach lecker. 25 Euro für deine Freunde. So, und dann hier ist das nämlich das Familienbuch, oder? Nee. Hier haben wir denn die App drin. Auch per App. Ah, wir können auch per App buchen. Das ist gut. So, jetzt machen wir mal weiter. Wir haben ja noch eine Box. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das over zu essen ist, aber 1, 2, 3, 4, dann ist das Nummer 5. Da steht aber nichts drauf. Guck mal, was macht das denn aus? Ah. So, warte. Papa. Nein, nicht nein. Nein, 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 nein. Da wollen wir jetzt nicht ran. So, die Ente machen wir hier rüber. So. Ah, das kannst du so aufreißen auch, ganz einfach. So. Oh, die sieht aber sehr frisch aus. Guck mal. Blattspinat. Qualität sieht aber auch sehr gut aus, muss ich sagen.
Oh, die sieht aus. Gib das mal der Mama. Guck dir mal den Blattspinat an. Der sieht toll aus. Also das war jetzt Blattspinat. Das ist eine Paprika. Eine rote Zwiebel. Wir haben drei Paprikas drin. Vier Paprikas. Eine Zwiebel. Und auch Knoblauch. Das ist schon geschält alles. Und hier haben wir dann noch Kräutermix. Ja, eine Paprika. Ach, und hier sind die Nudeln drin. So, kannst du Mama das alles geben? Die Qualität sieht toll aus. Die Zwiebel sieht aus wie so eine Vorzeigezwiebel. Ja, kannst du Papa nochmal die Zwiebel geben? Hat meine Frau gerade gesagt. Die Zwiebel sieht aus wie so eine Vorzeigzwiebel oder wie man es aus Büchern kennt, wenn man Lebensmittel irgendwo bestellen will oder so. Hier, guck mal. Oh, eine tolle Zwiebel. Wirklich, die sieht wirklich... Und der Kohlrabi ist schon gemacht und so. So, dann haben wir hier Nummer 5. Wir werden die auch so in den Tüten lassen und im Kühlschrank lassen. Papi, packt aus. So. Erst der Papa. Nochmal Spinat. Oh, guck mal hier. Ja, Champignons. Die sehen auch sehr gut aus. Ey, kein Vergleich, wenn du im Laden gehst. Obwohl die verpackt sind, wie man so aus dem Laden kennt, also ist wirklich qualitätsmäßig ist, erste Sahne. Keine Druckstellen, kein so ein typischer Champignon hier hoch. Also die ist offen, also da sind oben Löcher drin. Nee, so ein leichter Champignon hier hoch, wie Champignons eigentlich sein sollen. Oh, Kokos-Kochsahne. Kochsahne? Ach, das ist Kochsahne, okay. Und Juna hat mir schon Zwiebeln gegeben, ja? Zwiebeln hat Juna schon gegeben, gut. Gib mal Papa, zeig nochmal. Ja, nicht auf die. So, das kannst du Mama geben. Dann Zwiebeln. Auch zwei Knoblauchzehen sind hier wieder mit bei. Auch wieder komplett abgeschält. Was machen wir mit den Champis? Die auspacken und in den Kühlschrank oder auch in der Tüte so lassen, wie es jetzt ist? Auspacken. Gib mal das Papa wieder zurück in die Tüte. Ich muss Papa wieder in die Tüte packen. Vorsicht, Vorsicht. Nicht auf die Champis. Nicht auf die Champis schätzen. Wenn die Champis kaputt gehen, ist es nicht gut. Ja, super machst du das. Den Spinat noch zurück. Genau, warte. So. Und jetzt kannst du Mama die komplette Tüte geben. Bitteschön. Nein. Ey, ich schlepp komplette Wasserflaschen durch die Bude. Papa hat noch ein Paket. Guck mal, Schatzi. Papa hat noch zwei Pakete. Und irgendwo halt bei den Papieren soll auch mit bei sein, wie man Kindern das Kochen schmackhaft macht. Schon wieder Spinat? Haben wir so viel mit Spinat ausgesucht? Ich kann mich ja nicht dran erinnern. So, was haben wir denn hier? Gib das mal Mama, Papa kann es auch gerade nicht lesen. Dann hier nochmal zwei Zwiebeln. Körniger Senf. Ach, körniger Senf, ja, den brauchen wir für außen rum. Das ist für das Hähnchen dann. Was ist das? Panko-Mehl. Oh, guck dir mal die Karotten an. Bauen die selber an oder so? Karotte, Dankeschön. Oh, guck mal hier. Gib mir mal die Karotten. Die Karotten sehen erste Sahne aus. Danke. Und dann so ein kleiner Beutel Kartoffeln. Na, guck mal rein. Ich habe jetzt nur kurz Blick drauf werfen können. Die müssen abschälen, genau. Rinderbrühe haben wir noch und hier haben wir dann auch noch mal Kochsahne. Au. Ja. Vielleicht kochen wir das heute. Dann müssen wir gucken. Ja. So, wieder zurück. Mal Papa wieder. Gib mal alles Papa wieder zurück. Mal meine Tüte rein. Genau. Gib her, warte, Papa muss erst die Kartoffeln haben. Also, die müssen wir zuerst reinmachen. Schön. Gib mal Papa die Kartoffeln. Gib mal Papa die Kartoffeln. Wie will ich die Kartoffeln jetzt schälen? Sie will Kartoffeln schälen. Ja, nimm mal rein. Genau, mach hier heute was mit Kartoffeln.
Mama steht dann. Na komm her, Schatzi, wir müssen noch eins auspacken. Oh. Ja, auch. So, das kannst du der Mama komplett geben. Oh, bist du stark. Boah, bist du stark. So. Ich hoffe, dass sie da auch mal andere Kartoffelsorten dann haben oder so. Ein Kohlrabi. Das ist Sellerie. Sellerie? Ja. Ein Riesensellerie. Wow. Wow. Brühhonig. Was ist das? Kalt. Kalt. Auch kalt? Ja. Zeig mal. Mixkräuter. Blütenhonig. Schon der Honig. Kräutermix. Dankeschön. Was ist das? Papa. Das ist eine... Entweder eine Schwarzwurzel. Ja, eine Schwarzwurzel. Davon haben wir zwei. Hm? Zwei Schwarzwurzeln, dann sind hier noch... Nee, drei. Oder dunkle Karotten. Und dann haben wir noch rote Karotten. Ach so, nee, dann sind das dunkle Karotten. Dunkle Karotten gibt's auch? Wusste ich gar nicht. Sachen gibt's, die gibt's ja auch nicht. Ah, hier ist noch eine dunkle Karotte. Erstmal schälen. Nicht abbeißen. Die brauchen wir zum Essen. Also müssen wir das heute zuerst machen. Juna hat angebissen. Ja, was nö. Die hat die Karotte eiskalt angebissen. So, Papa, guck mal, was Papa noch hat. So, hier haben wir dann auch noch mal einen Sack mit Kartoffelchen. Dann, hier ist auch so ein HelloFresh-Schild. Das ist für den Kartoffeln abgegangen. Zwei Zwiebeln. Knoblauch ist wieder mit bei. Dann Klassik. Oh Gott, ich kann das nicht lesen, mit so klein. Blütenhonig. Balsamico-Soße. Und hier auch nochmal. Balsamico-Soße, sagst du, ist das? Ja. Und hier haben wir dann auch nochmal, was ist das, ein Kräutermix? Nee, Hühnerbrühe. Ja! Oh! Eiskalt hier reinfallen lassen. Müssen wir aufpassen, nicht, dass du den Knoblauch schredderst. Willst du das jetzt der Mama bringen? Boah, bist du stark! Oh, jetzt ist Papas Bein eingeschlafen. Oh, hilft Juna Papa hoch? Jetzt eiskalt weg. So, machen wir jetzt mal eine Zusammenfassung. Guck mal, Juna, du hast hier einen Karton. Ein neuer Karton. Juna steht auf Kartons. Ein neuer. Also unsere Kleine. Und. Da können wir jetzt deine ganzen Spielsachen reinmachen. Also wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich bei HelloFresh bestellt habe. Meine Frau kannte es schon von ihren YouTuberinnen, die sie abonniert hat. Alle? Wo ich die Namen nicht weiß. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt vom ersten Eindruck, qualitätstechnisch, bin ich mega zufrieden. Die Kartoffeln sehen wirklich erste Sahne aus. Die Zwiebeln sehen super aus. Knoblauch ist schon jetzt geschält. Muss ich bediesen, Entschuldigung. Knoblauch ist schon geschält komplett. Da sind, hast halt diese Knoblauchzehen halt, überall mit drin. Die kleinen. Und die sind komplett sauber. Die Karotten sehen aus, als wenn sie irgendwie aus dem Kochbuch geklaut wurden. Genau wie die Kartoffeln und die rote Zwiebel habt ihr ja auch gesehen. Die Champis, muss ich selbst sagen, in der Qualität habe ich sie hier bei uns, bei Lidl Netto, noch nie gesehen. Ja, was ist denn dein Karton? Was hat Mama falsch gemacht? Ah. Die wir reinsetzen, genau. Ja. Jetzt sitzt sie im Karton. Die hat gemeckert, weil Mama sie nicht reingesetzt hat in den Karton. Sein Karton nur umgedreht hat, dass er reinkrabbeln kann. Will sie nicht, sie will sitzen. Ich bin, wie gesagt, Schatzi, oder hast du die Champignons hier bei uns in der Qualität schon mal gesehen? Nee. Ohne Druckstellen, ohne dass sie so... So also, müffeln. Ja. Nochmal, ich kenne Champignons nur, dass sie so ein bisschen... sehr champignonsmäßig müffeln.
Aber die haben nur diesen leichten, mein Onkel hat damals Champis auch selber angebaut. Der hatte so eine Pilzfarm. Daher weiß ich, dass die eigentlich nicht so doll stinken müssen. Und seitdem, das war kurz nach der Wende, und dann hat er so irgendwann dicht gemacht, seine Pilzfarm. Seitdem habe ich nie wieder Champignons gesehen, die so, nur so einen leichten Champignon-Geruch haben. Die haben sonst immer so einen extremen Champignon-Geruch gehabt. Und die jetzt nicht. Die haben wirklich einen leichten Champignon-Geruch. Ja, und auch mit den Karten. Ich packe jetzt die Karten hier nochmal aus, dass wir uns das nochmal angucken können. So, Fresh Start. Entdecke Tipps, Tricks für einen frischen Start mit HelloFresh. So, haben sie hier. Wir freuen uns, dich in der HelloFresh-Familie zu begrüßen. Das ist so lieb. In deinem Kundenkonto bist du zu 100% flexibel. Und ich kann euch auch sagen, wie das war mit dem Anmelden. Ich habe einen 20% Gutschein mal gehabt und habe mich bei HelloFresh mal wegen Informationen angemeldet. Also kann man ja sagen, hier, oder da war eine Umfrage oder so von HelloFresh. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe diesen 20% Gutschein aber nicht benutzt. Der war bei irgendein Amazon-Paket damals mit bei. Und da hat meine Frau schon gesagt, da könnte man ja mal bestellen. Und dann hatte ich, weil ich mich ja wegen Infos mal da angemeldet oder bei irgendeiner Umfrage mitgemacht habe, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte ich jetzt vor einem Monat war das oder so, einen Anruf von HelloFresh gekriegt und dann haben wir so die Daten abgeglichen danach. Da war noch die alte Adresse drin. Am Anfang haben sie gefragt, ob ich noch interessiert bin. Und da meine Frau mir das mal wieder gesagt hat, da habe ich gedacht, scheiße, ja, testest du mal. Und hab da jetzt einen Gutschein halt, weil ich auf diesen Anruf reagiert habe, bei der ersten Bestellung von 20%, bei der dritten von 10%, bei der vierten von 5%, erste 20, zweite 10, dritte 5%, vierte auch nochmal 5%. Und dann ist der Bonus weg. Ich habe eigentlich gedacht, man kriegt so fertig geformte Boxen, also dass man einfach nur sagt, ich melde mich an, dann kommt, sage ich, für wie viele Tage Essen ich brauche und dann kommt das hierher. Wir können die Gerichte auf der Webseite, wenn man angemeldet ist, also ich habe dann eine E-Mail gekriegt, vorher bin ich in diesen Bereich nicht reingekommen, um sich das alles genauer anzugucken, weil vorher hat man nur die Startseite und wird alles erklärt. Und habe mich dann da umgeguckt. Wir haben das Essen, wie uns empfohlen wurde, 1:1 gelassen. Nicht, weil die anderen Gerichte scheiße waren oder so, nein, die haben uns auch sehr zugesagt, aber irgendwie haben uns die Gerichte ein bisschen mehr zugesagt, weil da halt viel Neues mit bei war und wir wollten halt ein bisschen was testen. Ja? Und deswegen haben wir die Gerichte einfach so genommen. Das läuft jetzt so ab, wenn ich jetzt nicht sage, kommt dann jetzt alle immer eine Woche ein Paket, immer mittwochs bei mir oder donnerstags. Ich werde das noch ändern. Und kann man dann in der App, beziehungsweise auf der HelloFresh-Seite kann man das ändern. Man kann so pausieren, wenn ich sage jetzt, ey, wir fahren jetzt, was weiß ich, zur Schwiegermutter und bleiben eine Woche bei Schwiegermutter, kann ich sagen, hier pausiere mal eine Woche. Oder ich kann halt sagen, ich bestelle für einen Tag weniger oder so. Was vielleicht wünschenswert wäre, dass man vielleicht doch für 7 Tage gleich bestellen könnte, was, Schatz? Nein, nicht? Nein. Weil dann hast du nämlich ein Kühlschrankproblem. Dann haben wir ein Kühlschrankproblem. Richtig, daran habe ich jetzt nicht gedacht, ja, da hast du vollkommen recht. Die ganzen Zutaten, die müssen ja in den Kühlschrank. Und 5 Tage gehen, aber bei 7 Tagen kannst du nichts anderes mehr in den Kühlschrank machen für zwischendurch oder Wurst. Oder also brauchst du in so einem Familienkühlschrank, so ein Riesending. Richtig, genau. Dann kannst du für 7 Tage, aber 5 Tage sind schon okay. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Frau sagt, 5 Tage ist schon okay. Ja, dann vielleicht, dass man 2-mal bestellen kann. Einmal 4 Tage, einmal 3 Tage oder sowas. Das macht ja keinen Sinn. Ja, dann kannst du das leer ballern und ja, siehst. Ja, aber dann ist es für die logistisch ein bisschen schwieriger. Weil ja, da hast du wieder recht. Ja. Ist einfacher, als wenn dann der gleiche Kunde an verschiedenen Tagen 2-mal bestellt. Da hast du auch recht. So. Hier haben wir auch nochmal einen 25-Euro Gutschein für Familie.
So geht's. Log dich in dein Kundenkonto ein, klicke auf Freunde werben, teile deinen Empfehlungscode per Mail, WhatsApp oder Facebook. Erhalte für jede empfohlene erfolgreiche gewonnenen Freund eine Gutschrift. Ach so, wenn ich jemanden werbe, kriege ich eine Gutschrift von 25 Euro. Also wenn ihr euch dafür hoch interessiert, ich werde mal gucken, dass ich den Gutschein, ich weiß nicht, ob man den auch so kopieren kann oder so, könnt ihr gerne mal testen. Ich kriege dann 25 Euro von denen. Also können wir noch ein paar Monate bestellen. Na, wir wollen gucken. Also wir wollen jetzt erstmal diese 4 Wochen, die ich habe mit dem Rabatt, wollen wir jetzt erstmal testen. Von der Qualität her. Und wie sich das für uns lohnt wegen Großeinkauf. Und dann bräuchten wir halt nur noch für Wochenende was holen und so. Beziehungsweise für 2 Tage in der Woche. Da müssen wir gucken, wie sich das lohnt. Für uns her. Und vor allen Dingen mit der Qualität. Und wenn sich das lohnt, haben wir schon überlegt, dann werden wir das dauerhaft machen. Ja, werden wir uns aufteilen, meine Frau und ich. Machen 50-50. Ich zahle 2 Wochen, sie zahlt 2 Wochen. Oder ich zahle 2 Personen, sie zahlt 2 Personen. Und das wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen. Aber wir sind von der ersten Bestellung jetzt her eigentlich begeistert, oder Schatz? Vor allen Dingen über die Qualität. Ich bin gespannt, wie das Fleisch ist. Ich muss das unbedingt Fleisch essen. Ich muss wissen, wie das ist. Weil meine Frau, wie gesagt, kennt schon von ihren YouTuberinnen und die haben alle geschwärmt von der Qualität, vom Geschmack. Und in der Qualität muss ich echt, also so rein nur vom Draufgucken, habe ich die meisten Lebensmittel in der Qualität bei Netto, ohne Netto und Lidl jetzt hier zu dissen oder so, oder Edeka oder so, aber in der Qualität habe ich es bei Netto, Lidl, Edeka so noch nicht gesehen. Allgemein. Also die Champis, die Kartoffeln, die Kartoffeln hat man öfter schon mal in der guten Qualität gesehen. Nicht gerade bei Netto, weil bei Netto haben wir das Problem, Netto bezieht die Kartoffeln aus dem Umland. Und wenn hier scheiß Wetter war oder so, dann sehen die Kartoffeln dementsprechend aus. Also die großen Säcke, die kleinen, die gehen dann schon. Aber so, auch die Karotten und so, erste Sahne. Erste Sahne, bis jetzt wirklich vom ersten, also der erste Eindruck ist ein guter Eindruck. Jetzt mal gucken, wie es weiterläuft. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Nächste Woche kommt die nächste Box. Da mache ich das nächste Video denn dazu. Nein. Nicht auf den Staubsauger stellen. Stellt sich auf den Robosauger. So, ich mache jetzt auch Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin.